Die Konzentrationslager-Gedenkstätte in Neuengamme. Ein Ort, in dem über 100.000 Juden und andere Menschen, die der SS nicht gefallen haben, eingesperrt wurden. Und 50.000 davon mussten ihr Leben hier lassen. Hier standen die Baracken der Häftlinge. Heute erinnern nur noch diese Steinhaufen daran. Das war einer der Eingänge zum Konzentrationslager. Hier stand mal das Krankenrevier 4a. In diese Ziegelei wurden viele der Gefangenen geschickt, um zu arbeiten. In diesem Haus des obersten Offiziers wurden Feste gefeiert, während keine 100 Meter weiter Menschen gestorben sind. Hier führte eine Lorenbahn von einer der zwei Tongruben bis hin zur Ziegelei. Dort wurden die Loren dann hochgeschoben. So sah das Ganze früher aus. In dieser Halle wurden die Ziegelsteine gebrannt. Dies ist der Lageplan vom Konzentrationslager. Und hier wurden die Steine schlussendlich getrocknet. Das Leben im Konzentrationslager war für die inhaftierten Menschen alles andere als leicht. Sie mussten vom frühen Morgen bis zum späten Abend hart arbeiten, bekamen kaum etwas zu essen und wurden geschlagen, wenn sie nicht schnell genug waren. Viele starben unter diesen Bedingungen oder sie wurden ermordet, wenn sie in den Augen der Nazis nicht arbeitstauglich waren. Dazu zählten zum Beispiel Alte und Mütter mit ihren Kleinkindern. Sie alle wurden unmenschlich behandelt und das nur, weil sie eine andere Religion hatten oder nicht deutsch waren. Oder anders aussahen oder anders sprachen. Sie waren in den Augen der Nazis nichts wert. Die Gedenkstätte ist nur eine von vielen, die uns an diese schreckliche Zeit erinnern soll und die uns zu verstehen gibt, dass sich so etwas nicht wiederholen darf. Alle Menschen sind gleich. Wir haben keinen Platz für Rassismus.